Die Staatsanwaltschaft wirft Sarrazin Beihilfe zur Steuerhinterziehung und zum gewerbsmäßigen Betrug vor. Der Banker hofft, dass er glimpflich davonkommt, wenn er Anne Brohilker sein Insiderwissen zur Verfügung stellt. Er hat dabei nur ein Problem. Wenn er die spannenden Dokumente aus der blauen Mappe seines Anwalts, der deutschen Ermittlerin, aushändigt, würde ihm zu Hause in der Schweiz eine Strafverfolgung wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis drohen. Es ist eine missliche Lage, doch die Staatsanwältin findet eine Lösung. Sie erkundigt sich gezielt nach einem bestimmten Bericht der Projektgruppe Rivella. Diese war nach dem Projekt Gipfelsturm in der Bank Sarrazin ins Leben gerufen worden, um die bis dahin abgewickelten Cum-Ex-Geschäfte zu bewerten und auszuloten, wie teuer gegebenenfalls die Auseinandersetzungen mit Kunden werden konnten, die ihre Investitionen zurückhaben wollten. Erik Sarrazin führt aus, dass er den Rivella-Report nicht mehr habe. Er habe ihn zurückgeben müssen. Die Bank habe ihm auch strengstens untersagt, diesen Bericht herauszugeben. Er habe sich anhand sonstiger Unterlagen auf diese Vernehmung vorbereitet, die er noch in Kopie habe. »Haben Sie die Unterlagen dabei?«, wird Sarrazin gefragt. »Ja«, antwortet er, »aber er könne die Unterlagen nicht freiwillig herausgeben.« Kurzerhand unterbricht die Staatsanwältin die Vernehmung und beantragt per Telefon beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Köln die Beschlagnahme der mitgeführten Unterlagen im Zusammenhang mit dem Projekt Rivella, das heißt Rechnungen, Zahlungsbelege, Verträge und sonstige Kommunikation. Als ihrem Antrag entsprochen wird, öffnet Sarrazins Anwalt die Mappe und die entsprechenden Unterlagen werden Teil der Ermittlungsakte. In meist längeren Ausführungen beantwortet Erik Sarrazin an diesem und zwei weiteren Tagen in Düsseldorf die Fragen der Staatsanwältin zu den Cum-Ex-Geschäften. Er beschreibt die Akteure, darunter einen Banker, der immer sehr geldgetrieben gewesen sei. Es geht um den einstigen Kundenbetreuer Kai Henke. Er habe immer heftige Diskussionen mit Henke gehabt, wenn es um Vergütungen oder Boni ging. Zugleich sei Herr Henke ehrgeizig und arrogant gewesen. Henke habe mehrfach ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht, er sei besser als alle anderen Kundenbetreuer und solle auch mehr verdienen.